Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind jetzt hier in New Atlantis, haben jetzt Sarah Morgan im Schlepptau als Begleiterin. Und da bin ich jetzt gespannt. Wir werden jetzt hier ein bisschen New Atlantis erkunden und zusehen, dass wir auch vielleicht ein bisschen mehr an Geld kommen. Klar, jetzt erstmal einen wunderschönen Ladebildschirm. Dauert auch bei mir irgendwie ein bisschen länger. Auch schon spät. So. Ich bin aber gerne lieber so unterwegs. Wie sieht denn mein Bart mittlerweile aus? Ja, okay. Nur als Info für euch, habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Ich habe bei mir die Grafikeinstellung ein bisschen runtergeschraubt, weil ansonsten bei mir würde das zu extrem Rucklern kommen. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wissen Sergeant das zu Yumi? schätzen. Noch eine Quest. Oh, nee. Wir werden jetzt schon mit sehr vielen Quests bombardiert. Hier, das ist der Weg. Hier sind wir. Da oben waren wir ja irgendwo. Da oben wahrscheinlich. Oder da. Weiß ich jetzt nicht. Hier können wir jetzt rumlaufen. Gibt hier auch Ressourcen. Fauna 9 gibt's. 8 Flora und 5 Ressourcen gibt es hier. Wahrscheinlich wieder ein Raumschiff hier am Abheben. Ui, da war wieder ein Ruckler. Okay, nice. Zählt das hier schon irgendwie als Park oder so? Dass sie hier aber auch keine richtigen Straßen haben oder sowas? Autos gibt es hier wahrscheinlich gar nicht mehr oder Motorräder oder sowas. Bleivorkommen. Nein, das wollte ich nicht. So. Was Nützliches muss es hier doch geben. Ja, haben wir schon gefunden. Hier den Cutter. Nice. Ein bisschen Blei haben wir schon mal eingesammelt. 1 von 5 Ressourcen haben wir hier gefunden. Was sind das? Unbekannt. Aber okay, wir können hier erkunden, aber wir bleiben jetzt erstmal nur in New Atlantis. Distanz 10 Meter. Außenposten 8. Ah, hier. Das zeigt uns. Wo ist es hin? Egal, wir gehen mal wieder dahin. Kann man hier eigentlich tauchen? Okay, ist nicht tief genug zum Tauchen. Ich habe irgendwas gehört. Sarah Morgan, kann ich die scannen? Nö. Stellt sich mir jetzt aber nur die Frage, wie groß ist denn eigentlich die einzelne Map? So, und es wird auch schon dunkel. Ich glaube, hier unten links dieser Kreis. Der zeigt von meiner Position aus momentan, wie die Sonne steht. Information zu New Atlantis. Willkommen in New Atlantis. Hallo, willkommen in New Atlantis, der Hauptstadt der United Colonies und für viele auch die Hauptstadt der gesamten besiedelten Systeme. Du stehst hier in der technologisch fortschrittlichsten Stadt, die Menschheit jemals erbaut hat. New Atlantis wurde 2156 gegründet, also im selben Jahr, als wir erstmals im Sternsystem Alpha Centauri eintrafen. Falls du hier wohnst, bist du mit deiner fantastischen Heimatstadt ja schon vertraut. Und
und falls du zu Besuch hier bist, betrachte dich als geschätzten Gast der United Colony. Du wirst unser zuvorkommendes und professionelles Personal überall in der Stadt antreffen. Diese Menschen werden dafür sorgen, dass du in New Atlantis einen wunderschönen, produktiven und sicheren Aufenthalt erlebst. Wenn du also durch die Straßen schlenderst oder mit der NET in andere Distrikte fährst, dann weißt du, dass du immer in besten Händen bist. Ich will das jetzt auch nicht alles lesen. Werden wir vielleicht irgendwann machen? Current Tower. 8 Clothiers. Klamotten. Da gibt es hier coole Klamotten. Herrenausstatter Eid. 8. Gucken wir mal. Was es hier für Klamotten gibt. Ja, Quatsch mal. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Ich verspreche ja. dir, nirgendwo sonst in dem besiedelten System gibt es eine größere Auswahl. Irgendwie begreife ich Mode nicht. Ich verrate dir etwas. Ich glaube, das tut in Wahrheit niemand. Manche glauben, sie hätten die Modeweisheit mit Löffeln gefressen. Selbst ich tappe manchmal in diese Falle. Einige wenige versuchen durchaus aktiv die Herde zu lenken, aber die meisten laufen einfach nur gerne voran und tun so, als wüssten sie, wo es hingeht. Letztendlich zählt nur, ob du dich in deiner Kleidung wohlfühlst. Solange du zufrieden bist, ist völlig egal, was andere denken. Ja, das stimme ich zu, auf jeden Fall. Du wirkst sehr selbstsicher. Würdest du denn sonst bei mir einkaufen? Ich weiß, was mir gefällt und habe ein gutes Verständnis für den Geschmack anderer Leute. Bleibt nur sicher zu gehen, dass sie mit ihrem Kauf zufrieden sind. Das ist Mode, nicht Graftechnik. Ja, okay, dann zeig mal her. Sieh dich um. So, Kleidung, was hat er denn? Anzug Betriebsrat. Sieht auch cool aus. Wie so ein Jedi. Anzug Konzern. Boah, gefällt mir auch irgendwie viel, viel mehr. Management. Management mächtig. Anzug modisch. Modisch grün. Neo City Corpwear. Kleidung Neo City grau. Und grün. Formell. Neo City weiß. Sari. Straßenanzug Lega. Kleidung Neo City. Westernanzug. Ich würde tatsächlich den hier haben wollen. Der gefällt mir mehr. Ja, würde ich den hier haben wollen. Und verkaufen könnte ich dann den hier. Dann würde ich den hier auch anziehen. Schön, dass du da warst. Ja, kein Thema. Oh, jetzt sind wir erstmal in Unterwäsche. So, Kleidung. Ziehen wir den hier an. Dann sind wir erstmal... Boah, das gefällt mir auf jeden Fall. Wir sind jetzt erstmal wie so ein Jedi, wie so ein Padawan. Jetzt fehlt mir nur noch ein Lichtschwert. Oh, gefällt mir auf jeden Fall viel, viel mehr. So, wenn wir jetzt gleich draußen sind, gucken wir uns einmal das richtig an mit dem Fotomodus. Hier. Kann ich das mit dem Raster wegmachen? So, Orbital, Selfie. Spieler zeigen. Rosen, Kauern. Okay, schleichen, winken. Was gibt's? Ja. Sieht nice aus. So. Orion Tower. Ordner. Aber okay. Wir haben hier ja noch Quests. Andere Quests.
alles Aktivitäten. Sprich mit dem Wissenschaftler am Baum. Triff deine Eltern beim Pioniertaucher. Würde ich das erstmal machen wollen. So, besuch mal Mama und Papa. Wo sind sie denn? Da hinten. So. Komm, beeilen wir uns mal. Kommt Sarah hinterher? Ja. Hier gibt es Chunks. Aber okay, schauen wir uns mal unsere Eltern an. Die will ich jetzt auch mal. Ich will endlich mal meine Eltern kennenlernen, ja? Die kennen mich zwar wahrscheinlich, werden mich wiedererkennen, aber ich kenne sie nicht. Komm, Sarah, ich bring... Warten wir eben noch auf den Dude? Ach so. Okay, dann warten wir nicht auf ihn. Ja. So, automatisch speichern. Hier wohnen sie. Tür. Okay, sehr unangenehm. Was ist mit ihm falsch, dass er so vor der Tür steht und wartet da? Teufel auch. Schatz, wir haben Besuch. Ich setze den Kaffee auf. Oh, ja, Kaffee. Gott, ich stand kurz vor einem Herzinfarkt. Nicht, dass wir uns nicht freuen würden, aber ich dachte, du würdest bei Argos Extractors unter Vertrag stehen. Geht's dir gut? Mehr als gut. Ich arbeite jetzt für die Constellation. Ich habe jetzt einen Job bei der Constellation. Keine Sorge, ich habe gute Nachrichten. Ich wurde befördert. Ich bin jetzt bei der Constellation. Ja, okay, machen wir so. Es geht um unsere Familie. Die Neuigkeiten sind nicht immer toll, aber... Constellation? Ist hier etwa irgendwo eine versteckte Kamera? Ein Mitglied der Constellation. Ich wusste, dass du was Besonderes bist. Habe ich nicht immer gesagt, dass du zu Höherem bestimmt bist? Zu Höherem. Mütter finden doch immer, dass ihre Kinder besonders sind. Aber du hattest anscheinend recht. Hör auf, Mama, ich werde ganz rot. Mal sehen, wie es bei der Constellation läuft. Sagt euch die Constellation etwas? Ich habe euch nie darüber reden hören. Ach komm, mal sehen, wie es bei der Constellation läuft. Man muss die Siege feiern, die man erringt. Man weiß nämlich nie, wann der Nächste kommt. Aber du hast mir nicht Bescheid gesagt. Sonst wäre dein Lieblingsgericht schon längst im Ofen. Ja, deswegen bin ich doch hier. Dein Zimmer ist nicht aufgeräumt. So, wie du es verlassen hast. Ganz ruhig. Lass ihn erstmal zu Atem kommen. Bleib doch hier. Du weißt, dass du immer willkommen bist. Ja, die Altheimer. Ach, übrigens, Mama, Papa, wo ist sie? Wo ist Sarah? Ah, hier. Mama, Papa, das ist übrigens meine neue Freundin. Sie weiß halt nur noch... ist wieder alles viel lebendiger. Ja, das ist Sarah, das ist meine neue Freundin. Sie weiß nur halt noch nichts davon, dass wir zusammen sind. Aber das wird sehr bald wahrscheinlich passieren, ja? So, okay. Gucken wir uns mal Bude an. Wir haben die jetzt mal kennengelernt. Das ist von denen das Zimmer. Das ist wahrscheinlich mein Zimmer. Mamas Rucksacknachricht. Ich habe deinen alten Highschool-Rucksack gepflegt. So gut wie neu. Er hat so viele Taschen. In einer davon habe ich einen alten Apfel gefunden. Und naja, jetzt ist sie wieder sauber. Der Apfel oder die Tasche? Ich weiß, dass du erwachsen bist, aber der Rucksack hat von allen Modellen auf dem Markt den meisten Stauraum. Vielleicht kannst du ihn ja für Argus gebrauchen. Sag Bescheid. Falls nicht, dann spende ich ihn. Alles Liebe, Mama. Mhm. Ja, Sarah, das ist mein Kinderzimmer. Hier haben wir sogar auch Karten, die wollte ich mitnehmen. Meine Galaxiekatze, ja! Boah, wie nice mit dem Sound hier. Schlüpfschuh, links und rechts. Ja, das ist mein Zimmer. Hier können wir uns bequem machen. Also, hier, Football. Da waren die United Colonies Pulsars gegen die Freestar Collected Trailblazers. Boah, großer Fan auf jeden Fall. Hier und mein alter Schreibtischglobus. Keine Ahnung, welcher Planet, aber... Und mein alter Baseball, ja?
Hier, mein Schreibtischassistent Egmund. Das ist mein Zimmer, Sarah. Scheint sie sich nicht sehr zu begeistern. Sie begeistert sich für die Tür. Okay. Sarah? Sie scheint sich wirklich nicht für mich zu begeistern. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Quatschen wir nochmal mit. Das Geld, mit Mama. Das du uns schickst, das bedeutet uns beiden viel. Constellation klingt magisch. Wie ein Buch. Ja, okay. 2% immer. Unglaublich, dass du da bist. Und es ist nicht mal Muttertag. Ich muss dich das fragen. Gibt es jemanden in deinem Leben? Deine Mitgliedschaft bei der Constellation macht dich zu einem guten Fang. Ja, die Sarah hier. Ich glaube, ich habe vielleicht jemanden gefunden. Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Es gibt noch nichts zu vermelden. Ja, komm. Ich wusste es. Du gehst so leichtfüßig. Eine Mutter merkt sowas. Ich hätte auch Bauchredner-Skills. Keine Sorge. Aufregend. Willst du vielleicht später darüber reden? Du hast zwar nicht lange hier gewohnt, aber ich möchte, dass du das als dein zweites Zuhause ansiehst. Dein Bett ist immer für dich frei, keine Frage. Redet sie jetzt mit mir oder mit Sarah? Fragen werde ich trotzdem. Und du kannst natürlich immer bei uns bleiben. Danke, das ist lieb. Auf das Crossback könnte ich verzichten. Warum habt ihr euch nie irgendwo niedergelassen? Das ist kompliziert. Irgendwann erkläre ich es dir. Aber Umzüge machen uns nichts aus. Wir sind wohl doch irgendwie Nomaden. Aber ich glaube, in New Atlantis werden wir bleiben. Danke, das ist lieb. Gar kein Problem. Bleib, solange du möchtest. Möchtest du über irgendwas reden, Schatz? Gibt es irgendwelchen Tratsch? Sowas frage ich immer meine Mutter, ja. Habt ihr schon mal überlegt, in eine günstigere Gegend zu ziehen? New Atlantis ist sehr teuer. Aber hallo, das könnten wir uns selbst mit beiden Pensionen nicht leisten. Aber mit dem Geld, das du schickst, klappt es. Und New Atlantis ist so voller Kultur und Leben. Ganz anders als in den Städten vorher. Was macht ihr beiden zurzeit? Seit wir im Ruhestand sind? Ich versuche, deinen Vater dazu zu bringen, was zu tun. Tanzstunden, Urlaub, irgendwelche Kurse. Ich interessiere mich für frühe Kolonialkunst. Aber er ist schon zufrieden, wenn er stundenlang liest. Er will die Geschichte von allen und jedem kennen. Es ist schön, Zeit für beides zu haben. Okay, komm, wir fragen auch, gibt es irgendwelche Tratsch? Jemand aus deiner Klasse ist Junior VP bei der Girlbank. Der Vater prahlt ständig damit. Ich muss ihm unbedingt von der Constellation erzählen. Okay. Gut, quatschen wir mal. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Wirklich. Ich hab doch zwei linke Beine. Aber tanzen? Könnten wir nicht? Naja. Okay, dann tanzen. Aber ja, etwas das Schweigen des Sands. Für Kleinkinder oder so. Nun gut, dann mach du doch einen Vorschlag. Der Kinderfilm? Du erstaunst mich immer wieder. So. Tranquilité sah für mich jetzt im ersten Augenblick aus wie Kondome, die hier in der Küche rumliegen, aber ich lad das mal. Hier gibt's noch Obst. Ich quatsch mal mit Papa. Du hast eine kostbare Gelegenheit erhalten. Nutze sie und schau nicht zurück. Unglaublich. Constellation. In ja, sind die wirklich so gut? So exotisch, so fast schon romantisch. Wie ist es da? Gefällt es dir? Die Leute da sind wirklich wundervoll. Ich hoffe nur, dass ich würdig bin. Ja, soweit so gut. Ich muss ehrlich gesagt noch richtig realisieren, dass ich eingeladen wurde. Ich glaube, ich bin da fehl am Platz, Papa. Aber besser als meining ist es allemal. Ja, soweit so gut. Machst du einen auf cool? Ja, klar, immer. Typisch. Ich habe auch Neuigkeiten. Vor dir steht ein offizieller Ruheständler. Oh. Am Donnerstag hatte ich meinen letzten. Die Fakultät hat eine Party gegeben. Schade, ja, nice. Dass du nicht da warst. Du hättest Torte haben können. Glückwunsch, Papa. Die Universität kann sich glücklich schätzen, dass du für sie gearbeitet hast. Du hast immer gesagt, man lernt nie aus. Du wirst wahrscheinlich nie in den Ruhestand gehen. Ich fand schon immer, dass du noch mehr hättest tun können, als Dozent zu sein.
Ah, komm. Woher um alles in der Welt hast du eigentlich dieses Altkluge? Genug davon. Möchtest du über irgendetwas anderes reden, bevor du los musst? Du kannst gerne bleiben, solange du möchtest. Wahrscheinlich willst du aber auf Entdeckungstour gehen. Ja, endlich, ja. Was habt ihr vor, aber? Einen richtig schönen Urlaub zu planen. Nichts Ausgefallenes. Ich verspreche deiner Mama seit Jahren eine Reise. Jetzt muss es wohl sein. Deine Mutter hat mir andauernd Links zu irgendwelchen Angeboten und Ausflügen geschickt. Aber es wird gut, mal rauszukommen. Mhm. Kann ich irgendetwas bei euch tun? Du weißt aber schon, dass wir uns eigentlich um dich kümmern sollten. Ich würde dir dein Geld gerne irgendwann zurückzahlen. Das wissen wir zu schätzen. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Ach, alles gut. Ich werde hier noch den Kinderkram-Status entfernen. Ich weiß nicht, ob ich euch weiterhin Geld... Nee, das will ich nicht machen. Ich will die gerne schon öfters wiedersehen, ja? Der Ruhestand ist schön. Aber an manchen Tagen fehlt mir der Hörsaal schon fast. Erzähl Mama nichts davon. Aber sie hat etwas bei Enhance machen lassen. Ich sage ihr immer, dass sie jeden Tag jünger aussieht. Das wäre okay. Okay. Über die weiß ich Bescheid. Okay, komm, Sarah. Wir haben tagelang daran gearbeitet. Suchen wir nach Lösungen oder Mitleid? Fred, gut, von der Poker-Gruppe wir gehen dann mal. 90% aller Ehestreits würden du weißt vorbeigehen, nicht, wenn man wo es weiß, ist? Ob man Hilfe annimmt. Nein. Oder einfach... Gut. Haben wir Mama und Papa einmal besucht, ja? Okay, gut. Dann müssen wir jetzt noch einmal... Ich glaube, mit Sarah müssen wir was bereden. okay, aber erstmal glaube ich, ein bisschen besser kennenlernen, ja? Wir haben jetzt ein bisschen Quatsch erzählt. So, aber wir müssen auch irgendwo auch ein kleines bisschen ernst sein. Stelle ein Item her oder modifiziere es. Schließe ein Forschungsobjekt ab. Sieh dir die Constellation-Auftragsbörse an. Sprich mit Sergeant Yumi. Na komm, wir quatschen erstmal mit dem da. Warte mal. Die ist ja jetzt eigentlich die Begleiter von uns. Wir müssen mit John Tuala im Mast reden. Warte kurz hier, es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Darf ich dich was Persönliches fragen? Komm, frag ich mal. Frag mich, was du willst. Hast du irgendwelche religiösen Überzeugungen? Meine Eltern waren Aufgeklärte. Aber sie waren immer so beschäftigt, dass sie es nie wirklich gelebt haben. Als ich alt genug war, um solche Themen selbst zu hinterfragen, bin ich nie auf die Idee gekommen, einer organisierten Religion beizutreten. Ich würde schon gerne an etwas glauben. Mein wissenschaftlicher Verstand liegt nur oft im Clinch mit meiner spirituellen Mitte. Nachdem ich da draußen war, im Sternenmeer, die vielen Wunder selbst gesehen habe, brauche ich Antworten, keine religiösen Theorien. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht, aber keine Sorge. Solange wir auf dieser Reise sind, respektiere ich deinen religiösen Glauben. Ich bin nicht religiös, nein, also, was siehst du als deine Fachgebiete an? Abgesehen davon, dass ich seit 5 Jahren Vorsitzende der Constellation bin? Vorsitzende sogar? Mal sehen. Ich habe ein Händchen für Astrodynamik, kann die optimale Kurve für Graphsprünge berechnen. Das war immer wieder ziemlich hilfreich. Und was die Planetenerkundung angeht, mein Fachgebiet ist die Botanik. Also keine Sorge, ich lasse dich nichts essen, was dich ins Krankenhaus bringt. Hast du noch andere Hobbys, außer das Weltall zu erkunden? Die Erkundung ist mein Leben. Gleichzeitig Beruf und Steckenpferd. Aber ich mache dir ein Geständnis. Du musst das aber für dich behalten. Einverstanden? Zu Schulzeiten war ich in einer Band. Und zwar nicht in einer Schulband, sondern in einer Rockband. Wir hießen Ironic Comet. Lächerlicher Name, ich weiß schon. Aber wir waren Teenager und wollten einfach ein bisschen Spaß haben. Und bevor du fragst, nein, ich war nicht die Sängerin. Ich saß am Schlagzeug. Es ist natürlich nie was aus der Band geworden, aber es war eine schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Okay, also von der Story her an sich, was die da erzählt hat, an sich cool, aber wie sie es erzählt hat, war ein bisschen unangenehm. So, okay. Wir unterhalten uns später.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Mass District. Da müssen wir hin. War schon ein bisschen unangenehm, die Erzählvariante davon. Wie sie das rübergebracht hat. Können wir ihr eigentlich auch so ein Outfit anziehen? Müssen wir später mal ausprobieren. Organisieren wir öfters mal solche Dinger. Wenn die jetzt Teil unserer Crew ist. Ich gehe mal davon aus, dass sie Teil unserer Crew ist. Boah, dann müssen wir die Argonische Maid, Argonian Maid, noch ein bisschen mehr ausbauen. So. Unglaublich, dass dieser Baum älter als New Atlantis ist. Stell dir vor, was er alles erlebt hat. Könnte einiges sein, auf jeden Fall. So, Kelten Frush. Oder Frush. Kelten? Ah. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Stimmt was nicht? Du klingst besorgt. Hast du den Baum an? Ich starre nicht. Ich analysiere. Das ist wichtige xenobiologische Arbeit. Mhm. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Keine Ahnung. Ich bin schon oft an diesem Baum vorbeigekommen und ehrlich gesagt habe ich ihn nie groß beachtet. Hat er irgendeine spezielle Bedeutung? Endlich kapiert es jemand. Es sei denn, verspottest du mich? Oh, diese Leute. Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Ja, okay, komm. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten. Aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Wenn was für mich dabei rausspringt, bin ich dabei. Ein Söldner, was? Ja. Tja, wir finden bestimmt eine Lösung. Also, bist du dabei? Okay, ich helfe gern. Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Okay, finde die Biosensoren. Sind 4 Stück oder wie? Okay, suchen wir mal die. Da ist einer. SNN-Korrespondentin Nora Vasquez in Aquila City hat von einer Zunahme der Angriffe durch die Shore-Bande berichtet. Die berüchtigte Gang, die ihre Basis angeblich außerhalb der Stadt hat, konnte sich einer Festnahme durch die Freestar Ranger bislang entziehen. Ihre Mitglieder infiltrieren weiter die Stadt, schikanieren, rauben und haben in einem Fall sogar einen der Bewohner ermordet. Oh. Die Freestar Ranger wollen keinen Kommentar dazu abgeben, welche Schritte unternommen werden, um Aquila City zu sichern. Sollten Bürger der United Colonies zur Hauptstadt des Freestar Collective reisen müssen, sollten sie besonders wachsam sein. Ende? Okay. Dann würde ich eher dahin gehen, weil... Da geht's ja zur Bahn. Gehe ich mal von aus. Und wir wollen ja noch nicht von dem Gebiet hier weg. Wir wollen erstmal hier anfangen, die Sachen zu suchen. Da schon der erste. Sind ja 4 Stück, wie ich gerade auf der... Kann man das Minimap nennen? Ich würde sagen, auf der Minimap zu sehen sind. Oder auf dem Radar. Okay, wir sollen Spermium-Sensoren, also die sehen aus wie Spermien, einsammeln. Gut, den ersten haben wir. Was zu... Wo? Alter, wie... Ich bin gerade sprachlos, wie das jetzt hier hochgeht, Alter. Das Gebiet ist ja riesig.
Alter, ich freue mich schon, wenn wir dann hier irgendwann Elder Scrolls 6 zocken, wie groß dann die Städte sein werden. Und die Gebiete. Oh, da unten. Sarah? Ist da unten Wasser? Da unten ist Wasser. Schwimmen wir aus irgendeinem Grund? Komm, das Wasser ist angenehm kühl. Spring hinterher. Ja, sie kommt auch mit schwimmen. Nice. Kommt sie hier auch mit raus? Wo ist sie denn? Da. Sie kommt auch hinterher. Nice. Hier noch ein Spermium. Ja, komm. Ich will hier hoch. Da hinten scheint der nächste zu sein. Ui, Ruckel. Die haben ihr Kind verloren. Mein aufrichtigstes Beileid für sowas. Wohndistrikt. Da haben wir noch eins. So. Okay, und dann Pioneer Tower. Ach, da hinten müssen wir hin. Sarah? Ich habe meine Freundin verloren. Nein! Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Oh, wieder eine neue Quest. Oh, das wird ja richtig viel hier noch. Ah, da ist sie ja. Sarah, komm. In Geschäftsdistrikt, ja? So, müssen wir ja noch einiges machen. Einen müssen wir noch finden. Ich gehe davon aus, dass wir noch einen finden müssen. Geschäftsdistrikt entdeckt. Level 4 schon erreicht. Okay. So. Wie sieht's aus? Können wir den hier machen? Nö. So, was? Heile 500 Schaden für den nächsten. Ah, okay. Können wir jetzt nicht machen. Dann würde ich hier einen Kampf. Vielleicht nochmal. Können wir den hier machen? Einen haben wir noch. Nahkampf, Laser, Pistolenzertifikat, Schrotflintenzertifikat. Ein Forschung, Geologie, Astrodynamik, Medizin, Forschungsmethoden, Analyse. Fügt dem Handscanner einen optionalen Zoom hinzu und erhöht die Scan-Distanz auf 20 Meter. Machen wir ein andermal. Fliegen. Zerstöre 5 Schiffe. 3 von 5. Ah, okay. Für den nächsten brauchen wir 3. Sicherheit. Der hier. Du kannst Schlösser des Levels Lehrling hacken. 2 automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Zielsteuerungssysteme. Boost-Training-Paket. Ballistische Waffensysteme. Sozialhandel. Gastronomie. Überzeugen. Ich würde vielleicht hier hingehen. Erhöht deine Erfolgschancen, jemanden zu überreden um 10%. Ich glaube, das könnten wir gebrauchen. Leute zu überzeugen. Das ging aber jetzt schnell.
Wir werden aber, ich hoffe, wir werden schaffen, alles hier zu skillen. Und selbst wenn wir die Hauptstory durchhaben sollten, irgendwann in 2000 Folgen oder so, der hat... Jordan... Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Klar, ich suche nach Biosensoren, nicht Eiern. Schwör ab, dieses Ei hat nicht zufällig gepiept? Doch, ja. Komisch, oder? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Hallo? Warte mal. Ich will auf einem Raumschiff leben. Okay. SSNN? Du kannst nicht rein. Unmöglich. Aber David und ich sind Freunde. Ob die Redewendung schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell auch für die interstellare Raumfahrt gilt? David Barron ist ein vielbeschäftigter Mann. Ich war so lange unterwegs. David Barron? Ja. Wer ist denn das? Kann ich dich mit etwas Merchandise versorgen? Dir ein Ticket zu einem seiner Events organisieren. Mehr ist nicht drin. Mhm. Du bist echt spitze. Willkommen bei SNN. David ist unglaublich. Ja, wer ist denn David? Oh. Ja, gut, wir gehen hier einfach mal rein. Die darf nicht rein, aber wir. So, wer ist denn das? Hast du eine Story für mich oder nicht? Nadia Muffatz. Willkommen bei SNN, wo die News niemals schlafen. Wenn du vom David Barron Fanclub bist, solltest du sein Ego nicht weiter aufblasen. Ja, wer ist denn das? Platzt er noch. David kommt mir wie ein eingebildeter Egomane vor. Kann ich nicht sagen, was für ein Problem hast du mit David Barron? Wer bist du? Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Sorry. Langer Tag, längere Nacht. Ein neuer Versuch? Sehen wir uns dich mal an. Du bist nicht von hier. Ich schätze, du leistest echte Arbeit für dein Geld. Du hast ein paar Geschichten auf Lager. Ich habe noch gar nicht gearbeitet für mein Geld hier. In letzter Zeit ist mein Leben ziemlich seltsam und interessant geworden. Ich helfe der Presse gerne, wenn ich kann. Ungern. Aber okay, wir kennen das auch von Piper aus Fallout 4. Wird auch noch ein Let's Play kommen, aber leider nicht mehr blind, weil ich habe das privat schon ein paar Mal durchgespielt gehabt. Noch lange bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen hatte. In letzter Zeit ist mein Leben ziemlich seltsam und interessant geworden. Klingt wie ein alter Anmachspruch. Aber es stimmt ja, oder? Ich will nur direkte Augenzeugenberichte. Also, was du gesehen und oder getan hast. Hörensagen brauche ich nicht. Was hast du also für mich? Die Crimson Fleet hat eine Mining-Anlage von Argos auf Vectera angegriffen. Offenbar kam jemand von der Crimson Fleet auf den Trichter, dass Angriffe auf stationäre Ziele einfacher sind als auf welche im All. Und du hast das hautnah miterlebt und bist alleine zu uns gekommen, ohne von uns aufgespürt zu werden. Erfreulich. Was haben die Piraten dort getrieben? Ist nicht ihre übliche Taktik? Erzähl von dem Erz. Das war eine wirklich lukrative Sache. Die Constellation hatte den Abbau in Auftrag gegeben. Die Crimson Fleet wollte die Einnahmen haben. Keine Ahnung, ich bin nur froh, dass ich überlebt habe. Wir haben Beryllium, Eisen und seltene Mineralien an Bord. Leicht verdiente Credits für sie. Seltene Mineralien, sagst du? Das wäre natürlich ein lohnendes Geschäft. Und was war deine Rolle bei dem Ganzen? Teil einer Tour? Mir wäre das lieber, wenn wir meinen Namen und meine Rolle aus der Sache heraus... Max Deus heiße ich. Ich habe als Supervisor den Abbau geleitet. ja, ich war der Supervisor. Ich habe zu den Minern gehört. Ich war für Argos tätig. Jetzt bin ich bei der Constellation. Wird Sarah böse sein, wenn ich jetzt hier so lüge? Ja, das wird aber auffallen. Ich glaube, das wird auffallen, wenn wir jetzt lügen würden. Dann... So, ich war für Argos tätig, jetzt bin ich bei der Constellation. Ein echtes Mitglied der Constellation beehrt mein Büro. Müsste ich mich jetzt verbeugen? Ja, bitte. Das Allgemeine ist damit abgehakt. Wie wäre es jetzt mit schockierenden Details? Wie hat ein Haufen Miner überlebt? Ich habe mich mit meinem Mining Laser um die Verteidigung gekümmert. Ich habe alle Angreifer eigenhändig erledigt. Die Mining Crew hat sich zusammengetan und die Angreifer abgewehrt. Mit Mining Lasern. Wir hatten Hilfe, Barrett von der Constellation und sein Roboter Vasco. Ich erinnere mich nicht mehr genau, es herrschte großes Chaos.
Ja, Barrett war keine Hilfe. Also, ja, komm. Klingt spannend. Die heldenhaften Miner sind ein guter Ansatz. Das ist eine gute Story. Tapfere Miner halten zusammen und wachsen über sich hinaus. Wenn du mehr davon hast, lass es mich wissen. Und das ist für deine Nebenkosten oder andere Ausgaben, die du kreativ in Rechnung stellen kannst. So 500? Und so, aber okay, 50 Erfahrungspunkte. Wer ist denn das da? Die Menschen in den David Barron. Oh, das ist er. David. Hallo, David. Wir sind hier in New Atlantis, ganz nah am Geschehen. Perfekt. David Barron. Um über die großen Stories in den Sarah, das ist er. Hier, Sarah, das ist David Barron. Das ist er. Der Allerechte. David. Eines Tages werde ich David treffen. Ja, da vorne ist er. Nicht, dass du zu Barron willst. Ich war doch gerade bei ihm. Da ist er doch. Guck mal, da ist David Barron. Sarah ist immer noch bei ihm. Ja. David. Okay, komm, wir gehen mal. So, okay. Ich wünschte, die Barkeeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Sprich mit der Barkeeperin im Viewport. Okay. Wir müssen dahin. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier runter müssen. Die Barkeeperin könnte ein bisschen mehr sein wie David Barron, ja? Dieser Spring finde ich lustig. Okay, gehen wir mal dahin. Ich weiß, du findest das albern, aber diese Anlage makellos zu halten, ist eine echte Leistung. Ist doch egal, wen kümmert das schon? Diese Grünanlagen sind das Herz des Geschäfts des Dienstes. Und wenn sie rein sind und gedeihen, tut es auch New Atlantis. Ich bin nur wegen der Kohle hier. Ihn kann ich nachvollziehen. Du wirst es schon noch sehen. Aber sie auch. Schön, dich kennenzulernen. Nicht viele nehmen sich die Zeit, uns zu grüßen. Ja, machen die beiden hier die Gärten alleine? Das ist eine ordentliche Leistung auf jeden Fall. Ich kann tatsächlich beide nachvollziehen. Sie lebt für den Garten, sie liebt es. Und er braucht Geld. Und hat sich halt Arbeit gesucht. Betriebszentrum. Security Minibot. So. Der Kauf großer Posten muss möglicherweise von mehreren Ebenen genehmigt werden, was einige Wochen dauern kann. Wir bitten um Verständnis. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Okay. Es soll in etwa 2 Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten, die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Du hast neulich einem Jungen ein Ei abgekauft. Das brauche ich. Na komm, wir gucken erstmal, was die hat. Oh, selbstverständlich. So, was hatte ich hier für Waffen? Aeon, Equinox, Grendel, Kampfmesser. Ja, da finde ich die Kampfmesser tatsächlich in Fallout 4 besser. Vom Aussehen her. Der sieht aber nice aus. Der Rapid Shot. Ripshank. Sidestar. Smart Gun. 38.000. Wir haben aber 18.000. Wir haben schon 18.000. Modifiziert Aeon. Okay. Anzüge. Was hatte ich hier? Anzug UC Marine. Helme. Auch UC Marine. Ressourcen. So. Wir können jetzt aber dann hier die Grendel verkaufen. Hier die Grendel. Den Grendel. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Munition behalten wir erstmal alle.
Okay, die beiden haben schlechtere Werte als der. Dann verkaufen wir die beiden. Ne, hier lassen wir das. Notizen behalten wir. Die wiegen ja nichts, ne? Doch, die wiegen was. Der hier zum Beispiel. Die wollten wir noch lesen. So, was machst du hier Außer überhaupt? Außer den Kunden ein freundliches Gesicht für ihre Interaktion zu bieten? Der Name sagt alles. Wir vertreiben Materialien und Produkte in den gesamten United Colonies. Mhm. Es gibt immer etwas zu tun und daneben noch vier andere Dinge gleichzeitig vorzubereiten. Ich weiß, manche Leute glauben das nicht, aber wir tun wirklich, was wir können. Sonst würde ich nicht mehr hier arbeiten. Du hast neulich einem Jungen ein Ei abgekauft. Das brauche ich. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Das ist ein wichtiges wissenschaftliches Gerät, sehr wichtig sogar. Es hat nichts. Hab es bloß aus Versehen liegen gelassen. Es ist nichts. Das geht dich gar nichts an. Spielt das eine Rolle? Kannst du es mir nicht einfach geben? Ja. So, komm, sagen wir das. Wenn du danach suchst, muss es dir etwas bedeuten. Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe, plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. 100 Credits zahlen, na schön hier, vergiss es. Kannst du es mir nicht einfach geben? Schon, aber ich habe dafür bezahlt. Ich will meine Verluste wieder reinkriegen. Und das ist im Hinterzimmer. Ich müsste hingehen, dann wieder rauskommen. Du hast doch gesagt, es wäre wertlos. Warum machst du dir dann die Mühe und kommst nochmal wieder? Ja, komm, gut, hier. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, gut. Wenn du noch was brauchst, komm vorbei. Habe ich das schon jetzt? Ich habe es, okay. Wir können schon da hinten durchgehen. Aber die hat sich jetzt nicht bewegt, um es wieder zurückzuholen. So. Sarah, auf zur Bahn. Wir müssen zum Doktor. Dem Baumarzt, da geht's nicht weiter. Wir müssen da rum. Hey. Hey. Was ist das? Bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten von Ryujin Industries. Was? Bewerbung über uns, unsere Tochterunternehmen. Unser Ziel heute ist, die beste Quality of Life Technologie von morgen anzubieten. Seit seiner Gründung ist Ryujin Industries im technologischen Bereich führend. Wir streben nach permanentem Fortschritt, denn es gibt immer Raum für Verbesserung. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. In den Nachrichten. Unsere Tochterunternehmen. Aboron, Drohne, Taiyo Astroneering, Tranquility. Bewerbung. Willkommen im Bewerbungsbereich von Ryujin Industries. Um deine Bewerbung einzureichen, musst du alle Fragen beantworten. Will ich für die arbeiten? Machen wir vielleicht irgendwann. Jetzt arbeiten wir ja erstmal für die Constellation. So. Was? Okay, da vorne? Die hat im Grunde dieselbe Frisur wie ich.
da angeblich keine Beweise vorliegen und Sie gelegentlich noch immer die Dienste dieser Gruppe in Anspruch nehmen. Okay. Gut, quatschen wir mal hier mit Dr. Kelton. Aber ich brauche die Sensoren dringend und schnell. Ja, hier. Hast du die Sensoren schon gefunden? Ja, ich habe all deine, Sensoren. Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay. Wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Ja? Und jetzt? Funktioniert, oder? Da. Das bin ich erleichtert. Also mal sehen. Das ist. Tja. Meine Güte. Spielt mit Kelton? Dass du mir die Biosensoren gebracht hast. Die steht da hinten. Ja, ich, Kelton, ich warte auf dich. Kelton? Ich hab schon auf Reden gedrückt, ja? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten, mein Verdacht hat sich bestätigt. Und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Das sind die Guten? Das werde ich sofort dem Mast melden. Und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Wenn das die guten Nachrichten sind, gut, dass deine Sorgen begründet waren. Das klingt nicht nach guten Neuigkeiten. Naja, aus einer bestimmten Perspektive. Auf zugegebenermaßen egoistische Weise. Die schlechten Neuigkeiten... Die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen. Was? Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet. Der Baum hier? Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Ich muss mich sofort mit meinen Kollegen beim Mast beraten. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sind diese Credits angemessen. 2000 Credits. Okay, nice. Okay. Schau später bei Kelton vorbei. Ja, machen wir dann auf jeden Fall. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar Quests mehr irgendwie hinkriegen. Und vielleicht Sarah auch so einen geilen Anzug geben, wie wir hier haben. So, Anakin Skywalker-mäßig. Ich glaube, wir haben schon leichte Ähnlichkeiten zu Anakin. Hätten wir uns Anakin Skywalker nennen sollen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.